Und damit willkommen zurück zu Fallout 4, wieder im wunderschönen Ödland mit dem Flash. Und Nick ist natürlich auch wieder dabei, weil ich will ja nicht alleine sein hier. Heute geht's in die Air Force und ich habe da oben schon ein paar Raider gesehen und wir schauen mal, ob wir die für eventuell treffen von hier. Der eine geht jetzt da runter, der hatte noch einen Kampf dabei, davon ist auch noch ein Raider. Hat er. Der hat's klatsch mal umgebracht. Frage ist nur, was, wo und wie viele sind da drinne? Er ist jetzt weg anscheinend. Das Gewehr ist natürlich nicht schlecht. Es kostet aber natürlich sehr, sehr viel Munition. Paar Blairfliegen, darum kann er sich kümmern. Ich warte einen Moment. So, ich glaube, er hat jetzt die Blähfliegen kaputt gemacht. Das heißt, wir können ihn eigentlich einen Headshot verpassen. Der arme Hund, die ist da oben auch noch. Und wir sind jetzt erstmal in Vorsicht. Ich würde jetzt erstmal gerne den Turm einnehmen. Na, wo gehst du hin? Ist immer noch Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Frage ist, was macht der Hund jetzt? Habe ich nicht nur schallgedämpfte andere Waffe? Und natürlich jetzt die ganzen Klopper mit. Bajonett abgeschirmt. Macht aktiv. Könnten wir eventuell dafür nutzen. Du spielst hier mit dem falschen Sünd. Mach doch nicht so ein Krach, Nick. Was ist da mit dir? Oh, ein rotes Halstuch. Schauen wir jetzt mal, was da oben noch war. Automatikpistole, ne? Da, wo ist er denn hingefetzt? Das ist jetzt gerne mal, wo er hingeflogen ist. Wer kann er nicht sein? Ich hab doch ja vorne erschossen. Ah, ist er doch. Dann habe ich natürlich Klatsch hier erwischt. Solange du das Zeug trägst. Klar. Noch trage ich. Ich habe jetzt auf 2000 erhöht. Nick. Damit ich dich, armen Roboter, nicht damit belasten muss. So, und ist glaube ich gar nicht schlecht, wenn ich mit dem Schallgedämpfer hier rumlaufe. Okay. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte. Dann an einem Ort wie dem hier. Lörn und Qualms wären Wörter, die eigentlich ganz gut sind. Ich nehme mal Lörn. Lörn ist okay. Zwei Treffer. Das heißt, das E ist es auf jeden Fall nicht. Das R. Das heißt SMCI Snacks. Hey, bist du noch da? Shit. Ja. Nachrichtenraum öffnen. Die Besprechung. Check in Protokoll.
Ich sehe überhaupt nichts. Atombomben ist immer gut, die kann man auf jeden Fall super gut verwenden. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, hier niemanden reinzulassen. Aber wir sind doch drinnen. Nett. Ah, du hättest auch beim Schleichen weniger. Ah, okay, das ist auf jeden Fall. Das ist überhaupt nicht wie eine Ausbildung. Auf Spanplatten schießen. Wie sollte das man das nicht mal verstanden? Die Jungs sind gut ausgerüstet. Ist nichts mehr. Was denkst du? Kann denn? Kaum Keine was Ahnung. Sehen. Ich glaube. Hey! Was zum? Da draußen ist was. Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Sagt der Richtige. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Hier aus Feuerunterstützung. Was war das? Alter. Ausputz erledigt. Junge. Was war das für eine? Wie lange willst du denn noch durchhalten? Ciao. Nur halt die Minigun mit, ne? Sonst können das auch rausnehmen. Hasta la vista. Sieht noch aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Warum gehen wir dann hier zusammen rein? Das hättest du alleine machen können, Nick. Du alter Fröbel, du. Okay, die Leiche brennt immer noch. Das war's. Oh, ist so einfach gewesen. Ja. War schon irgendwie klar. Hey, schau mal, wer da ist. Hey, wir sind wohl nicht allein. Nimm das! Alles in Ordnung? Scheiß Kakerlaken, ne? Oh, krieg ich mal davor, Chas. Blöde Mistviecher. Wann war hier das letzte Mal eine lebende Seele? Gerade eben noch, Nick? Hast du die gerade nicht eh... Verdammt. Wir waren doch gerade noch eben mit Paketen hier. Bad X, toll. Nee, ist kein Ausgang, kein Durchgang. So sieht es also aus, wenn man 2 Jahrhunderte lang nicht Staub wischt. Ja, oder in deinem Gesicht ein bisschen rumfummelt. Was haben wir hier noch? Tische und die Leute nehmen wir auf jeden Fall mit für die ganze Elektronik. Löscher. Ja, so sieht es also aus, wenn man 2 Jahrhunderte lang nicht Staub wischt. Brauchst du dich nicht wiederholen, mein Freund. Überfälliges Buch. Da ist wieder schön im Macken. Warum kriegen wir denn auf die Armdosen so ein Zeichen? Finde ich ein bisschen komisch. Das nenne ich mal verstaubt.
Pümpel. Ein Pümpelchen, Nummer 6. Okay, nur noch der Weg nach dahin. Hätte uns vielleicht auch noch ein paar Schleicharbeiten gegeben, aber mein Gott. Wenig hat, der will schon und ich will sowieso einfach nur durch und die Leute mitnehmen mit den Knarren, die wir zur Verfügung haben. Hab zuerst vor 10 Minuten. Das ist aber nicht viel. Ich wollte die. Eigentlich die Folge ein bisschen länger. Vielleicht machen wir das zweite Ding auch noch. Mal gucken, was wir noch haben. Vielleicht haben wir noch ein paar bisschen auf der Karte. Ich würde ja gerne das Ding auch noch als Siedlung nehmen. Das Seminar zu den anderen. Das haben wir. Wir haben noch ein gutes Problem da. Sprich mit Piper, möglich bei Dance. Wir könnten die Freeway Quest machen. Sprich mit Bobby. Oh, Besuch. Ah, ich habe was gefunden. Unter der Suche die Ehrenanstalt. Wo finden wir die Ehrenanstalt? Da oben. Kommen wir auf jeden Fall von da nach da oben hin. Wie gesagt, die andere Mission mache ich jetzt nachher noch, wie gesagt, offline nebenbei. Dann werde ich die Häuser ein bisschen upgraden, mir eine Mod gucken, ob wir irgendwas Baulimit erhöhen können oder komplett abschalten, wäre optimal. Und dann werde ich ein bisschen ausbauen, dass ich ein bisschen ins Level hochkomme, ein bisschen steigern werde die Ausdauer jetzt, dass ich vielleicht dieses Ghoulish kriege. Dass ich halt durch die Strahlung einfach durchlaufen könnte. Weil wir da ja durchgeheilt werden. Ah, das ist der Dirk. Eine Bewegung, Doc. Und du bist sag tot, dem Doc, was nicht stimmt. Für ein paar Kronkorken kann ich dir helfen. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Hast du irgendwelche dieser Symptome? Gesundheit herstellen. Hast du irgendwas gegen Chem-Abhängigkeit? Gehört zu einem guten Leben dazu, was? Ich geb dir was, damit wirst du den Kater los. Jetzt gibt's Action. Hey. Was war das denn jetzt? Hat mich ganz schön erwischt. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Hä? Was war das denn jetzt? Hat sich das Brahim bedroht gefühlt oder so? Weil, warum ist denn Nick auf einmal zu uns gegangen? Ich habe den noch gar nicht angegriffen. Ich weiß, dass Nick das nicht gefällt, wenn wir als random NPCs oder halt Leute angreifen. Nick, du bist ein bisschen crazy. Hat sich alle Mühe. So ein Fahrzeug hätte ich gerne. So ein Ding einmal rumfahren. Schön, dass sie es geschafft kriegen mit Fusionskerne. Aber nein, dann denke ich mir immer so ein Schopper. Benzin kann ich da reinfüllen. Finden wir doch genug. Dafür benötigt die eine Tankstation. Ey, das wäre echt geil gewesen. Zum kleinen Moped durchs Commonwealth rasen. Ja, optimal gewesen. Zieh jetzt einmal die Waffe runter. Die Welt da draußen ist gefährlich. Ist auch gut so. Sonst hätten wir Ärzte ja nichts zu tun, stimmt's? Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Sag mir was nicht. In Ordnung? Hast du irgendwas gegen Chem-Abhängigkeit? Gehört sein. Fertig. Hast du noch andere Probleme? Was frage ich immer? Nichts. Hab sonst keine. In Ordnung. Mhm. Moment, jetzt habe ich. Jetzt muss ich glaube wieder den Befehl eingeben, ne? Ja. Weil. Player.zav. Also, wenn man das Spiel neu startet. Ah. 2000. So, jetzt haben wir wieder das komplette Programm. Ich tue mal hier schnell. Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Komisch. Bezahlung schrecklich. Hier haben wir auch noch eine Quest, ne? Ach, hier haben wir auch noch. Ah, hier haben wir, glaube ich, auch noch so ein Ding, wo wir ein bisschen bauen können.
Da vorne ist, glaube ich, ein Lager von den Geschmiedeten, wenn ich mich nicht recht entsinne. Nur wir müssen da hinten rüber. Gut, dass ich durch Wasser durchschwimmen kann. Ohne keine Todeskralle. Ich sehe was, was du nicht siehst. Miniaturbombe in dein Gesicht. Dank. Ein Begräbnis. Und eventuell damit. Raketenwerfer? Aber wir haben einen besseren. Ich habe noch hier unten einen Raketenwerfer. Der könnte vielleicht deine Stimmung aufheben. Da, guck mal. Ciao. Achso, du wirst vielleicht noch mit einem. Ciao, Todeskralle. Guck mal einer an. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Arme kleine Todeskralle. Kam eine kleine Mini-Atombombe in dein Gesicht. Tut mir aber leid. Wir wollen ja mal nicht so sein. Was ist das da unten? Ist das eine Blume nur? Das ist ein Holzstumpf. Also die zweite Todeskralle. Eine sehe ich jetzt zum ersten Mal so. Und die andere hatten wir zum Anfang gesehen. Es gibt ja noch den Bärmund. Den konnte man irgendwo entdecken. Dann gibt es ja noch den Sworn. Da habe ich auch noch Bock drauf, was zu machen. Aber ich glaube, den stelle ich die gleiche das ist Falle. Ist ein Privatgrundstück. Ah. Entschuldigung. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde! Oder sonst? Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. Ich will doch nur da rein. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Du betrittst ein Privatgrundstück. Hey. Verschwinde. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Du betrittst ein Privatgrundstück. Ja, heul nicht rum. Verschwinde oder sonst. Der Zugang ist gesperrt. Sonst kassiert ihr beiden gleich zwei Kugeln. Geh ich halt irgendwo hinten rein. Ihr habt doch nicht umsonst hier noch einen Durchgang. Dann gehen wir da rein, ne? Ach, guck mal einer an. Din, 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 din. Din, 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 din. Was kann ich, was wir hier machen sollen eigentlich? Untersuchen, glaube ich, ne? Sonstiges. Green Piper. Oh ja, da müssen wir uns melden. Wie, das war schon? Gibt es keine Quest dafür? Ich will da dennoch rein. Das ist ein Privatgrundstück. Das ist ein Privatgrundstück. Ja, und jetzt?
Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde! Oder sonst. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Ich gehe weiter. Du betrittst ein Privatgrundstück. Ach, halt die Maul. Oder sonst. Sonst was. Sonst möchtest du was machen. Sag mir jetzt nicht, ich betrete ein Privatgrundstück. Halt die Maul. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Das ist gleich eine Kugel zwischen deinem Kopf. Hier oben will ich auf jeden Fall rein noch in die Irrenanstalt. Die Quest kann noch nicht so nur so enden. Ach, wisst ihr was? Wir riskieren es mal. Ich will an der Hauptquest weiterkommen. Ab zum Park. Das könnte jetzt echt lustig werden. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Weatherways wir da durchkloppen müssten. Und so ist übrigens, glaube ich, nicht sehr stark auf Strahlung abgelegt. Aber ich glaube, wir kommen da relativ gut durch. Ich möchte es hoffen. Und zwar müssen wir in die Richtung, da wo es leuchtet. Das kann sehr interessant werden. Solltest du nicht ausgestorben sein? Wow. Das Ding war gerade nicht leuchtend und eine Todeskralle. Jungs, ich habe so ein Problem hinter mir, ne? Das ist leuchtend und grün. Alter Schwede. Was hast du noch so drauf? Das ist hinter mir. Ah. Junge. Hey Jungs. Guck mal da oben. Oh, das tut weh. Gibt es was wie Instant halt? Sinne. Es hat Aua gemacht, aber sowas von. Alter Schwede. Heftige Kacke. Leuchtende Todeskralle. Und das Ding noch. War das jetzt legendär? Ne, das war nur Veteran. Das heißt mindestens 5-6 Level über uns. Heilige Mutter Gottes. Bitte lass es vorher. Also ich werde jetzt gleich noch meinen kleinen Fatman auspacken, der eventuell mir eine kleine Überraschung gibt. Achso, jetzt müssen wir erstmal wieder ins leuchtende Meer, genau. Ins leuchtende Meer. Jetzt im Park. Um eine Granate zu werfen, musst du die Ausrüstung, die Schlagtaste bzw. starker Schlag gedrückt halten. Baseballbomben? Oder sind das die Splitterbomben? Das eine sind Kryo, das sind die. Kryo waren, glaube ich, die einen da. Moment. Inventar und Fatman speichern. Ist egal. Wir
wissen, ob Just Tell Me No im Haus ist. Das juckt ihm erstmal 5 Meter. Hey! Schieß los! Hier drüben. Gut. Molotovs und Splittergranaten. Der Plan. Solltest du nicht ausgestorben sein? Ich lasse Todeskrallen ganz ernsthaft. Wer hat die erfunden? Oh Junge, geh sterben. Oh Mann. Ist das kacke, das Viech. Eine normale Todeskralle, kein Problem, aber das Ding ist leuchtend. Das gibt mir auch nochmal Wett in die Fresse, aber eiskalt. Ah. Hey, Fetti Fettsack. Fast null Schaden. Bei der anderen, die ist ja fast draufgegangen. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Wo bist du denn nur hin? Oh! Todeskralle beim Gesicht. Ah! Alter Schwede. Hilfsmittel. Nuka-Cola, Nuka-Cola, wo ist eine Nuka-Cola? Wo ist da? Eigentlich so ein. Nein, 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 nein. Das muss so enden. Ich hab meinen Kopf hängen lassen. Was ist denn für Scheißviech? Ah. Kacke. Wann ich mich denn hinstellen, dass mir das Scheißviech nie auf Eier geht? So ein Container? Ich brauche doch irgendwo einen Platz, wo das Ding mir nicht auf die Fresse gibt. Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch so gütlich einigen. Gütig einigen? Welchem Ding? Dem Teil da vorne? I'm a fat man.
Eine Todeskralle. Ich hab deine Mama. Du bist eine kleine Todeskralle. Mach keinen Scheiß, dann komm her. Natürlich voll geil. Jetzt hast du ein Problem. Erstmal nur Schaden, alles klar. Ach ja, Will nicht. Aua. Aua. Hier werde ich drin sterben. Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich nur durchlaufen. Jetzt kriegen wir eine verkackte Todeskralle. Warum? Ich schenk dir was. Ein Begräbnis. Ja. Extra nur für dich. Ich renn dann mal, ne? Ciao. Ich bleib jetzt hier so lange drinne. Bis ich auch hier nicht mehr rauskomme. Nee. Oh, gut. Die Lager sind wohl wirklich verschieden. War's das? Ich glaube, wir gehen nicht mehr raus. Es gibt kein mit. Wie? Komm her, Todeskralle. Ich komme hier gerade nicht raus. Komm her. So, woher? Ich hab was Schönes für dich. Wo die hin? Hallo? Ich stecke hier fest. Ich muss das jetzt aber nochmal neu laden. Na, Kacke. War guter Plan, aber es leider gescheitert, weil ich festgehangen habe. Katalognummer. So. Wir nehmen nochmal die Minigun. Und ich brauche einen anderen Plan. Ich muss dahin rennen. Aber...
ist hässlich. Oh. Ich hab jetzt nicht gesagt, dass du hässlich bist, ne? Aber doch schon, du bist hässlich. Jemand gesagt, dass du hässlich bist? Hässlich. So. Oh, da kommt Besuch. Ne. Oh. Das war jetzt so gar nicht geil, ne? Von dir. Was ist eigentlich für ein Level? Level 41 ist das. 10 Level. Alter Schwede. Jetzt hin. Und ich folge euch. Grüne Mistviech. Boah. Amen. Alter, wie viele Versuche haben wir jetzt da drauf gebraucht? Boah. Man will ja nichts vergeuden. So, jetzt werde ich mir mal. Get away reinkloppen. Verstaubtes Boot. Unterbeeren-Tattoo. Nicht wahr? So. Wir müssen da durch. Wir sind doch Minutemen. Nichts Neues zu melden, General. Hallo. Alles ruhig, General. Ganz ehrlich, da vorne sind die. Da vorne war ich. Da vorne war ich am Kämpfen. Was machen die Minutemen hier? Hi. An mir kommt nichts vorbei, Sir. Doch. Mein Tod, du Vogel. Wir müssen da runter, okay. Aber jetzt wird's spaßig. Plus zwei. Ja, da kann man die eine reinkloppen. Ich weiß gar nicht, wie hoch meine Ballistik eigentlich dafür ist. Kleidung 15. Warte mal, wir können noch. Hilfsmittel. So. Machen wir erstmal nur plus das. Verstrahlte Scheiße. Ist klar, alles weg. Hier muss der Einschlag hier gewesen sein. Hier war locker der Einschlag.
er wieder da ist. Da kommt jemand. Schau mal, wer da ist. Alles in Ordnung. Da drauf. Da. Ich kann mich hier nicht so lange aufhalten. Nee, komm, wir müssen weiter. Kannst du mich bitte nicht... Kleine Ratte. Red Rocket? Red Rocket Hotel gibt's glaube ich auch, ne? Immerhin kriegen wir noch was davon. Die sind wir gerade ein bisschen von der Strahlung geschützt. Meister Safe. Das schaffe ich sowieso nicht. Okay. Ich hau mir mal ein Red Way rein und Galakenfleisch. Nee. Nuke. Sollte eigentlich klappen. Ja. Leuchten ist mehr weiter. Ah. Fuck. My life. Nick ist so schnell auf einmal. Nick, was ist denn los? Als Sünd müsste dir doch nichts passieren. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Ich möchte es hoffen. Alter Nick, lass uns mal bitte hier weg. Heilige Mutter Maria, ist das Ding angestiegen. Schlimme, das knüppelt unser Leben auch weg. Wo wir auch noch super viel von haben. Scharfschützen. Fabrik. Gekentete. Boah, wenn ich hier eine Todeskralle sehe, ne? Schwester, da bin ich weg. Sollte nicht lang dauern. Junge, wo kommst du raus? Bitte schnell. Was das? Noch einer. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Cryo Time. Keine Angst, ist noch dran. Großteil. Alter. Wie halten die denn bitte schön davon aus?
Ah, ich hätte glaube ich eine normale nehmen sollen. Die macht glaube ich verstrahlten. Die macht nur 8 Schaden. Deswegen. Gewehr. 600, davon habe ich nur 17. Gewehr. Da kommt viele. Alter. Molotov, Molotov, Molotov. Was hast du noch so drauf? Besser dich als mich. Alter, noch ein legendärer. Bitte. Oh, jetzt kommt dieser. Irgendwo eine legendäre Kacke hier umfliegen. Scheiße. Der hat uns da. Red X wird nicht mehr. Okay, muss jetzt erst die Redaways reinwerfen. Das letzte Mal unterschätzt. Looten. Der war kein legendärer, er war ein legendärer. Der Zweifel den Gesichtsaffen gehabt. Ist egal. Wir können den anderen legendären auch noch finden. Nicht. Wow. Das steigert einmal kurz an, das ganze Zeug. Alter. Warum mache ich sowas mit? Da hinten ein Eingang. Ich klopp mir noch so ein Ding rein. So, right away. Ich habe Angst, wenn ich irgendwas rausragend sehe, dass das dass da irgendwas ist. Dann noch. Krater des Atoms. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms geheiligtem Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden?
Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Und was willst du von ihm? Ich brauche seine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entgehen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Warum? Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. So, ich gehe mal in den Bildschirm rein, sonst steigert unser Word Away. Ich schaue gerade auf die Folge und möchte mich herzlich bedanken fürs Einschalten wieder. Passt auf, nehmt euch Acht vor Strahlungen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash da. Ciao.